Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie auf Ihrem Android-Gerät ganz einfach Musik hören können. Dazu müssen Sie erst einmal Ihr Handy oder besser gesagt die SD-Karte mit dem PC verbinden. Es kann über einen Kartenleser geschehen oder indem Sie Ihr Handy auf den Modus Festplatte stellen. Danach wählen Sie sich eine Musikdatei aus. Ich nehme jetzt hier mal das Lied There She Goes. Das wählen Sie aus und klicken hier auf Eigenschaften. Anschließend gehen Sie auf Details und geben hier nun unter anderem den Titel ein, dann hier die Interpreten, das ist zum einen Tayo Cruz und Pitbull. So, hier können Sie nun den Titel vom Album eingeben. Und das Jahr, in dem das Album oder das Lied in dem Fall erschienen ist. Danach drücken Sie hier unten auf Übernehmen und OK. So, danach gehen Sie auf den Ordner Ihrer SD-Karte. Hier sind ja schon viele Dateien. Unter anderem ist auch schon der Ordner Music voreingestellt. Hier habe ich auch schon ein paar Lieder drin. Nun ziehen Sie einfach die Datei da rein. So, jetzt entfernen Sie einfach die SD-Karte vom PC und geben sie wieder in Ihr Smartphone und dann zeige ich Ihnen gleich, wie Sie die Musikdatei jetzt abspielen können. So, nachdem sich die Musik nun auf Ihrer SD-Karte befindet, können Sie sie natürlich auch anhören. Dazu öffnen Sie die App Musik aus Ihrem Menü. So, anschließend sehen Sie hier die Liste, in der alle Interpreten aufgelistet sind, alphabetisch. Hier oben, wenn Sie auf Kategorien tippen, können Sie auch beispielsweise die Musiktitel gleich angezeigt bekommen. Das wählen wir mal aus. Und jetzt sind alle Titel, die sich auf Ihrer SD-Karte befindet, auch wieder nach dem Alphabet geordnet. So, wenn Sie jetzt bei einem bestimmten Musiktitel hier rechts auf den Pfeil tippen, so sehen Sie noch weitere Informationen zu dem Lied. Beziehungsweise können Sie hier die Details auswählen. Sie können die Datei löschen, als Klingelton verwenden, an Freunde verschicken und so weiter. Sie jetzt hier Details auswählen, dann sehen Sie hier alles, was Sie vorhin am PC auch angegeben haben. Und wenn Sie das Lied nun einfach starten möchten, so tippen Sie hier auf den Eintrag. Okay, das Lied geht auch sofort los. Hier unten haben Sie die Funktion, die Titel zu wiederholen. Zum Beispiel können Sie nur den Musiktitel wiederholen. Sie können die Wiederholung ganz deaktivieren oder Sie können alle Musiktitel wiederholen. Hier unten können Sie die Zufallswiedergabe aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Hier können Sie ganz einfach vor- und zurückspulen. Ja. Wenn Sie hier auf das Menüsymbol tippen, können Sie hier auch nochmal sagen, dass Sie alle wiedergeben möchten oder alle zufällig wiedergeben möchten. Interessant ist auch, dass sogar wenn Sie die App schließen, die Musik noch weitergeht. Also ich kann jetzt hier eigentlich alles machen, ich kann sogar noch andere Anwendungen öffnen und die Musik läuft trotzdem noch weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.